Islam sagt nicht, du sollst nur mit deinen Älteren schön reden oder die stärker sind als du sollst du schön reden und die schwächer sind oder jünger als du sind, kannst du reden, wie du möchtest. Nein, ja, ganz im Gegenteil. Islam vom schönen Charakter, wie du erreichen kannst, indem du deine Satzauswahl aussuchst und mit jedem schön redest, egal ob er älter ist oder jünger ist, egal ob er reicher ist oder ärmer ist, egal von welchem sozialen Schicht er kommt und auch immer versuchst, Entschuldigungen zu akzeptieren, das von schöner Eigenschaft, Charakter, Verhalten, dass wenn ein Bruder sich bei dir entschuldigt, dass du seine Entschuldigung annimmst. Gibt es noch viele andere Punkte, wie man seinen Charakter verschönern kann? Ich will nur ein paar Hadithe nennen, weil wirklich die Zeit geht und ich habe nur noch auch einen sehr wertvollen Gast hier, der euch ein paar Wörter auch inshallah vorne sagen wird. Unser Sheikh Bruder Nail ist hier. Ein paar Hadithe, was ich sagen will, damit ihr noch mehr Gedanken macht. Und das Hadith in Abu Dawud, was auch Sheikh Albani rahimallah sahih eingestuft hat, sagt alayhi salatu wassalam, asqalu shay'in fil mizan. Wir wissen, dass am jüngsten Tag wird Waage geben. Es wird Abrechnung geben mit Allah azza wa jalla. Und nach der Abrechnung wird Allah azza wa jalla die Taten des Menschen, die er in der Welt getan hat, auf die Waage tun. Und alayhi salatu wassalam sagt, die Waage hat eine Zunge. Die Waage hat eine Zunge und hat zwei Hände. Hat zwei Schalen. Wo eine wird die guten Taten gewogen, und wo das andere Schale werden die schlechten Taten gewogen. Und wenn die guten Taten schwieriger wiegen, so hat er es geschafft, ins Paradies zu kommen. Aber wenn die schlechten Taten schwerer wiegen, als die guten Taten, dann der wird für diese Zeit, was er Sünde gemacht hat, wenn er als Muwahhid gestorben ist, nicht als Muschrik, wird er dann in der Hölle bestrafen. Es sei denn, Allah ist mit ihm gnädig und großzügig und vergibt ihm und sagt trotzdem, geh ins Paradies. Und jetzt, liebe Brüder, sagt alayhi salatu wassalam, dass auf der Waage am meisten schwer wiegen wird. Am meisten, mehr als Qiyam al-Layl, mehr als Nafile Gebete, mehr als Nafile Sadaqa, mehr als Nafile Fasten, sagt alayhi salatu wassalam, al-Khuluqul Hassan, einen schönen Charakter zu haben. Wer hat einen schönen Charakter, seine Tat wird am meisten schwer wiegen. Und sagt in Musnad von Imam Ahmed, sagt alayhi salatu wassalam, akmalul mu'minine imanan. Die vollständigen Gläubigen mit Iman sind die Leute, die ahsanuhum khuluqan, die das schönste Verhalten haben. Das heißt, wenn du willst ein vollständiger Muslim werden, wenn du sagst, ich will ein vollständiger Gläubiger sein, und das ist jeder von unserem Wunsch, dass wir sind ein vollständiger Gläubiger von Iman her, so sollen wir einen schönen Verhalten haben. Schönen Verhalten. Egal, ob das als ein Kafir oder ein Muslim, du hast einen schönen Charakter. Jeder bewundert das. Und das kannst du dir anarbeiten. Dann das dritte Hadith sagt, und das in Taberani, auch hat Sheikh Albani darüber sahih gesagt, sagt, alayhi salatu wassalam, inna nasa lam yu'ta shay'an khayran min khuluq al-hasan. Es gibt nichts Schöneres, Besseres, Gutes, was einem Menschen gegeben worden ist, als was? Als schönen Verhalten. Gibt's nicht was Besseres nach Iman, nach Tauhid? Das Schönste, was jemandem Allah gibt, ist das Charakter. Deswegen arbeite an deinem Charakter, liebe Bruder. Und zum Abschluss sage ich zu euch, liebe Brüder, zum Abschluss, als Vater, als Imam, als Prediger, als ein Muslim, als Gesellschaft, ein Teil von dieser Gesellschaft, als Mensch, Bürger dieses Landes, möchte ich euch was erwähnen. Als Muslim müssen wir achten, denn wir haben immer um uns Menschen, die sich von uns beeinflussen. Unsere Ehefrauen, unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Verwandten, unsere Moscheemitglieder, verschiedene Leute können durch deinen Verhalten sich beeinflussen. Deswegen pass auf, wie du dich verhältst. Denn du bist beauftragt, einen schönen Charakter zu haben. Aber dir ist auch Pflicht, gleichzeitig ein schöner Vorbild zu sein.
Wieso? Weil die Kinder schauen dich an, schauen den Vater an. Der jüngere Bruder schaut den älteren Bruder an. Der Vater schaut den Opa an. Deswegen, jeder muss seine Situation richtig kontrollieren. Und was am meisten schädlich ist, drei Sachen, davon müsst ihr euch hüten. Wenn du wenigstens keine schöne Charakter erreichen kannst, sollst du mindestens versuchen, von drei schlechten Charakter fernzubleiben. Denn das schadet den Gesellschaft, schadet unseren Dauer, schadet unseren Ruf, schadet unseren Methode. Und was ist das? Lüge. Von Kevin. Wenn du keinen guten Charakter haben kannst, dann hüte dich wenigstens von schlechten Charakter. Dann verschone zu Lügen, Jache. Verschone zu Lügen, denn Lüge in der Gesellschaft ist sehr, sehr schädlich. Jemand, der lügt, sein Kind wird noch mehr lügen. Und wenn jemand lügt, der andere wird dann über Allah lügen, über seinen Gesandten lügen. Deswegen hütet euch vor Lügen. Deswegen, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, als gefragt worden ist, kann ein Muslim Zina machen, sagt er, ja, kann machen. Kann ein Muslim Bier trinken? Sagt, kann machen, ist Sünder. Kann machen. Und würde ein Muslim lügen? Sagt er, auf keinen Fall würde er lügen. Auf keinen Fall würde er lügen. Wo sind wir von dieser? Subhanallah. Die Brüder lügen beim Arbeitsamt, lügen bei der Arbeit, lügen bei der Frau, lügen bei der Vater, lügen am Telefon, lügen in seinem Geschäfte, lügen in seine Vereinbarungen. Das darf nicht sein, liebe Brüder. Von Lüge müssen wir uns fernhalten. Denn das ist das Abscheulichste, was man machen kann. Dass man Lügner ist. Denn sagt alaihissalatu wassalam, wenn jemand andauernd lügt, wenn er ständig lügt, weil nach einer Zeit, er wird glauben, dass das, was er lügt, auch die Wahrheit ist. Weil wird Gewohnheit. Geschichten, was er ausdenkt und lügt, nach bestimmter Zeit, er wird glauben, dass das wahr ist. So ist er in dem Moment bei Allah Azza wa Jalla als Lügner abgestempelt. Und verfolgt euch selber. Verfolgt euch selber, wie oft ihr lügt. Und dann schaut mal, ob ihr schon in einige Lügen glaubt, was ihr selber erfunden habt. Ihr sollt das niemandem erzählen. Jeder soll sich selber das fragen. Wann habe ich zuletzt gelogen und welche Lügen glaube ich, dass das jetzt so ist? Gibt es Brüder beim Heirat, er lügt. Das ist traurig. Viele Schwestern rufen uns an. In der Woche, wir haben 50 Scheidungen. Mein Handy ist ausgeschaltet. Vielleicht bis nur von heute Morgen bis jetzt über 50 Anrufe. Wieso? Und davon 80% Scheidungen. Der Mann hat uns gelogen, der Mann hat mir das versprochen, der hat Sachen. Lüge muss aufhören. Weil das einer der schlimmsten Ursachen sind, dass eine Gesellschaft kaputt geht. Fängt alles mit Lüge an. Wenn man Allah betrügt, dann betrügt man die Menschen auch. Und dann kommen die ganzen Sünden und Probleme. Deswegen seid ehrlich. Versucht ehrlich zu bleiben. Und bittet Allah um Vergebung für die Lügen, die er schon gemacht hat. Und das zweite Sache ist, liebe Brüder, ist beim Reden, wenn du keinen schönen Charakter erreichen kannst, dann wenigstens sollst du nicht mit Schimpfen oder mit Beschimpfen oder Verfluchen sprechen. So, hör auf damit, weil der Kind schaut dich an. Er denkt, dass das Beschimpfen normal ist. Und dann, du siehst, jedes dritte Wort kommt mit Schimpfwort raus. Und ganze Gesellschaft geht kaputt. Das muss aufhören. Deswegen, wenn man redet, egal wer dir ist, auch wenn er jemand ist, der sehr schlimme Taten gemacht hat, schimpfe ihn nicht. Verfluche nicht. Höre damit auf, denn das ist sehr, sehr schädlich. Denn die Leute, die um dir sind, die beeinflussen sich. Und auf einmal, du siehst Frau, sie beschimpft auch. Weil der Ehemann beschimpft, beschimpft auch der Sohn. Wenn der Vater beschimpft, der Sohn wird auch ein Beschimpfer sein. Verflucht wird er. Deswegen dürfen wir das nicht tun. Und du sollst wissen, jedes Schimpfwort, jede Fluch, was aus deinem Zunge rauskommt, wenn das nicht stimmt, kehrt dir zurück selber. Wenn das nicht stimmt, wird dir zurückkehren, wie Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Und in einem anderen Hadith sagt alaihissalatu wasallam, ihr sollt eure Väter nicht beschimpfen. Die Sahabe haben das nicht verstanden. Und sagen, wie wird jemand von uns seinen eigenen Vater beschimpfen? Keiner würde das doch machen. Gibt es jemanden, der wird sagen, ich beschimpfe meinen Vater jetzt?
sagt zu seinem Vater bestimmte Schimpfwörter? Keiner wird das machen. Egal auch, wie schlecht er mit seinem Vater ist. Würde niemals seine eigene Vater, Mutter beschimpfen. Dann, Prophet sallallahu alaihi wasallam, klärt die auf, was damit gemeint ist. Sagt, wenn du einen beschimpfst, so wird er deinen Vater beschimpfen. Das heißt, du hast ihm verursacht, dass er deinen Vater beschimpft, indem du ihn beschimpft hast. Deswegen muss dieses Schimpfwort und Verfluchung aufhören. Und das Letzte ist, liebe Brüder, man sollte fernbleiben, von seinen Lüsten zu gehen. Diese Lüste, diese Shahawat, sollte man kontrollieren. Wenn du keinen guten Charakter haben kannst, dann bleib wenigstens von diesem Shahawat fern und sei keine Sklave von deinen Lüsten. Denn wahrlich, die Lüste, die innere Trieb des Menschen, befehlt Abscheuliches. Es sei denn, Allah Azzawajal hat ihn in Schutz genommen vor seinem inneren Trieb. Deswegen folge nicht deinem inneren Trieb, weil der innere Trieb will, dass du deine Blicke nicht kontrollierst, deine Zunge nicht kontrollierst. Guck mal, Allah Azzawajal im Surat Rum sagt über die Zunge, dass das sein Zeichen ist. Allah Azzawajal hat die Sonne erschaffen, die Himmel, die Universum erschaffen, Mensch erschaffen, und er sagt, von seinem Zeichen ist, dass er die Zunge erschaffen hat. Ein Fleisch, was 10 cm ist. Vielleicht 20 cm bei einigen. Und diese ist Allahs, dieses Fleischstück, sagt Allah, das ist mein Wunsch. Denn dieses Fleischstück, ja Achi, kann dich zu den Stufen, den höchsten Stufen vom Paradies bringen. Oder, wal'iyadu billah, in den Abgrund der Höllenfeuer runterholen. Dieses Fleischstück. Subhanallah. Dass dieser Fleischstück bringt dich, dass du mit Rasulullah zusammensitzt. Oder, dass du bist unter der tiefsten Stufe mit Satan, Iblis, la'anahullah. So schlimm ist diese Zunge. Deswegen sagt Allah, ist mein Zeichen. Deswegen müssen wir überlegen, Allah, wenn er sagt, ist mein Zeichen, dass diese Zunge ist große Sache. Muss gehütet werden. Muss geschützt werden. Deswegen, als alayhi salatu wassalam zu Muaz ibn Jabal Nasihat gegeben hat, Rat gegeben hat, hat er am Ende gesagt, und halte diese Zunge, ja Muaz. Halte diese. Der hat gesagt, ja Rasulallah, werden die Menschen etwa zur Rechenschaft gezogen, was sie sprechen, was sie sagen? Sag, hätte deine Mutter dich nicht zur Welt gebracht. Ja, dass du diesen großen Tag, Yawm al-Akhir, nicht leben solltest, weil wird es schlimmer Tag sein. Wärst du lieber nicht geboren. Was denkst du, warum die Menschen mit ihren Gesichtern in die Hölle reingeworfen werden? Wegen dieser Zunge. Deswegen, liebe Brüder, müssen wir aufhören, unseren Lüsten zu befolgen. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد